Ich möchte euch einmal recht herzlich begrüßen bei der Strutz Mühle. Ich will mich kurz vorstellen, ich bin der Seniorchef von Gasthof oben. Und wir haben vor 17 Jahren Blumen übergeben. Ich bin 40 Jahre weg geworden oben und habe 37 Jahre Zimmerei gearbeitet und habe ein Großhaus aufgebaut und viel mehr aufgebaut, zwei Wasserkraftwerke gemacht. Und jetzt, vor 17 Jahren, habe ich meine erste Pension gekriegt. Dann habe ich im Turm sofort das Kloster so übergeben. Und jetzt habe ich meinen Höhepunkt erreicht. 9 Plätze, 9 Schätze in Österreich. Das ist was Schönes. Das hätte ich mein Leben nicht gedacht. Und da bin ich sehr stolz, dass ich das haben könnte, ein Gring nehmen zu fahren. So können wir aufhören. So, jetzt sind wir da in Herz der Mühle. Wie es da oben steht. Das Getriebe habe ich euch schon erzählt, das habe ich in einer Gemeinde gehabt. Das ist alles zerfallen geworden. Und das habe ich mit sehr viel Kampf und sehr viel Mühe da aufgebaut. Ne. Und das Getriebe, auf der Steiner kommt mein Bagger. Und haben genau da alte Gebäude von der Kohle noch oben. Ne, von Riesen und so weiter, Heistuhl und so. Und habe ich, wenn man da, und bin ein Bauernsohn, der Vater hat mir das alles gezeigt. Ne. Ich bin schon als kleiner Bub mit dem Foto mit am Malen und selber Mühle gehabt bei meinem Heimathaus. Sonst brauchst du sowas gar nicht annehmen. Und man muss einfach von Jugend auf ein bisschen was verstehen. Nicht? Und da kannst du immer mal sein, wie du willst, dann brauchst du gar nicht anfangen. Ich habe keinen Plan dabei, gar nichts mehr. So, ich will euch die Mühle auch mal umlassen probieren. Nicht? Aber das müsst ihr euch vorstellen. Das ist völlig so wie beim alten Mann, da zahle ich immer da. Oder nicht? Weißt du nicht, auf Nacht noch was geht oder nicht. Ne? So, und dann im Klaas muss ich euch das vorstellen, ist eine alte Mühle. Wenn ich da aufgehe umlassen, kann ich euch nicht bestimmt sagen, dass ich was gehe. So, ein Geräusch, das kam nur von meiner Jugend. Also, ich muss ja auch so, aber nicht da. Aus dem Bett. Das ist nicht deswegen, das leider nicht deswegen, weil die Freude nichts drin ist, ne? Sondern weil die Mühle leer ist. Ne? Dann muss der Müller wieder aufstehen und wieder aufschicken. Ne? Naja. Es ist ein Durchschaber, das ist ein Schieber, jetzt habe ich das wieder zugelassen, jetzt ist das Wasser wieder angesperrt. Darum ist die Mühle auch wieder stehen geblieben. Ne? Aber wie schon gesagt, früher, ich habe da 22 Kilometer Fischwasser, der Vater kauft in 52 Jahren. Wie mit dem vor 70 Jahren bin ich am Fischen als Bauer, waren 24 Mühlen, 6 Säge weg im Betrieb. Heute ist alles zerfallen, heute ist nichts mehr da. Ne? Heute sind lauter Stadtbären und du kannst nichts mehr davon. Ne? Ich bin auch überall drin geworden. Und das Beitel da muss ich auch eine Geschichte erzählen, weil das eine liebe Geschichte ist. Das ist aber eine wahre Geschichte. Wir haben vor 4 Jahren Weinbauseinioren von Deutschland gehabt, einen Bus. Sind da unten hergefahren und haben zwei Partien Führung gemacht. Und wenn sie wieder alle runtergehen, dann schaue ich immer da und umher. Nicht gar keine Verbleib von deinem Bus, eine Frau bei mir verbleibt. Da, und echt, wie da, eine schwere Wadegeschichte, schwere. Ne? Und wie ich raufkomme, steht da die Frau da, da wird schon seit wann, bei der 85 Jahre alt. Ne? Und wie ich raufkomme, hat sie gerade gekriegt, bei der Decken, da auf und nieder, bei meinem Beit. Da bin ich jetzt hier dazu, wir haben mich gegangen, haben mich gefragt, ob ihr das Beitel so gefällt, weil sie so schaut. Ja, mei, hat sie gesagt, wenn sie das Beitel anschaut, hat sie gemeint, die ganzen Jugendträume waren dir hoch, hat sie gemeint. Ne? Und dann hat sie mir gehört erzählen, in der Jugendzeit, hat sie gesagt, hat sie genau so ein Beitel gehabt. Ganz das Gleiche, hat sie gesagt, hat sie gehabt. Ne? Und dann hat sie wieder gehört bei der Decke auf und mir, ich bin mir gestanden. Da, ne? Schwere, wahre Geschichte. Hat sie wieder bei der Teig auf und nieder bei der Teig. Im Mai hat sie gesagt zu mir, so schön ist an deinem Beitrag nicht mehr gewesen. Hat sie mir gehabt erzählen, ne, die alte Frau. Ne. Und hat sie wieder bei der Teig auf und nieder. Im Mai hat sie gesagt zu mir, um so los ist er mir gewesen. Hat sie gemeint, ne, haben mich erlaubt, muss heim lohnen. Ich bin gar nicht gefasst, wenn da die Frau mir alles erzählt. Ne. Und dann habe ich gedacht, jetzt müssen wir aber nach, habe ich jetzt einen Bus, weil sonst kann man sich ums Hohen laufen, ne? Sondern ich ziehe nur da. Ne?
haben wir mich schon umgetragen, hat sie gehen, hat sie sich noch geschöpft, da hat sie sich noch mehr. Mei, hat sie gesagt zu mir, um zu schön anspallen, haben wir mir gekündigt, weil das Bein so gut ist. Aber auf einmal habe ich im Sommer zwei Beiter, da habe ich auch zwei Zimmer mit sechs Beiter. Da können sie im Sommer auch keinen schlafen bei mir. Da, ne? Du hast eine Nächtigung 10 Euro, aber da ist das Frühstück auch noch dabei. Ne? Und weißt, was da noch dabei ist, wenn die Damen da schlafen? Dann kommen wir alle zwei Stunden zudecken, auch noch. Da müssen sie schauen. Da müssen wir nicht anfangen. Wenn die nicht anstrahlen, müsst ihr mal auf, kommt zu mir. Aber es kommen bei mir immer zwei Frauen daher. So. Ne? Sag ich immer, hört mir dein Blödsinn einmal auf, sag ich immer zusammen. Ne? So, ich kann es heute morgen, so ich zu sein. Ne? Und dann lasse ich bin Zeit. Und dann sagen sie, um morgen. Nein, sag ich nichts morgen. Übermorgen war der Morgen oder nächste Woche. Man ist ja nicht mehr der Jüngere. Ne? Das wird schon auch nicht wahr, haben wir das selber gesehen. So, dann schauen, dass mir ein bisschen zugelassen hat. Und dann kann ich fragen, was hat mich ruhig gefragt. Und mir haben das ja schon ausgereicht. Ne? Ja, genau. Nächstes Jahr. So, da haben wir den draußen. Das Jetzt geht's zu, gell? Jetzt geht's zu, gell? Jetzt geht's zu, gell? Jetzt geht's zu, gell?